Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier von Arma 3 Cold War Germany, das DLC mit dem Amperatus in den Koop-Modus. Wir haben uns da schon in der letzten Folge ein bisschen umgeschaut. In der ersten Mission sind ein paar Mal draufgegangen, aber jetzt kann es richtig losgehen. Schütze, Alexander ist der Scharfschütze der Amperatus und jetzt geht's richtig los. Hast du jetzt das Können ein bisschen runtergestellt von denen? Ja. Also die sollten nicht mehr ganz so org drauf sein. Schauen wir mal. Und diesmal werden wir uns nicht trennen. Diesmal weiche ich dir nicht von der Seite. Ein bisschen können wir schon trennen, weil... So. Wie das komische Ding da oben drauf. Kann ich ein bisschen weiter hinter dir stehen. So. Ich guck mal kurz auf die Karte. Wenn wir den Weg nämlich da nach oben folgen würden, dann würden wir gar nirgends wohin kommen. Also wir müssen schon dort rein, wo wir gerade hingelaufen sind. Und dann sind wir direkt dort in diesem Areal. Ja, wir können halt auch querfeldein durch den Wald, aber... Die Leute, die wir jetzt zurücklassen, sind dann die, die uns dann... Genau. In den Rücken schießen. Die lauern uns nachher auf. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Es ist wirklich schade, dass man hier nicht anstellen kann, dass man zumindest wiederbelebt wird. Aber vielleicht ist das auch nur bei dieser Mission so. Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, das ist generell hier im DLC leider nicht so. Weil das wäre schon gut, dass man zumindest sagen kann, okay, man kann dann respawnen, auch wenn es wieder am Anfang ist. Macht nichts. Ja, aber wenn ich hier respawne... Ist ja nicht anders, als wenn du jetzt die Mission wieder startest. Ne? Genau. Fühlt sich halt nicht so beschissen an. Wenn ich hier jetzt respawne, bin ich in der Kamera. Also das bringt nicht wirklich viel. Ne. Na, schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. So, ein Häuschen steht schon, oder? Sollen wir ballern? Ich sehe seinen Kollegen nicht. Ah, doch. Dann können wir. Das wären dann die zwei. Das geht auch mal gut. Dann kommt jetzt Stück für Stück von da hinten irgendwie jemand aus dem Wald, aber lassen wir die mal bleiben. Das heißt, wir haben jetzt zum Glück niemanden, der hier irgendwie im Wald herum strabanzen kann. Nee, ich meine, die zwei sind auch gerade mitten aus dem Wald gekommen. Die sind nicht den Weg entlang gegangen. Also die patrouillieren wahrscheinlich auch durch den Wald. Na, ja, möglich. Möglich. Müsst mal ein bisschen aufpassen. Gut, da hinten sehe ich jetzt soweit nix gerade. Aber das heißt ja nix. Ah, doch. Ganz weit hinten am Weg. Ja, ich sehe gerade einen. Okay. Ich glaube, es sind zwei. Ja, es sind auf jeden Fall zwei. Was sind noch ziemlich viele Bäume dazwischen? Ja, es ist eine Zweierpatrouille. Easy, eigentlich. Und die gehen dann schon direkt den Weg entlang. Hast du sie auf der Distanz mit deiner Waffe schon halbwegs sehen? Na, ich habe das Scope gar nicht mehr mit. Also so. Da hätte ich ja sowieso nichts ändern können. Das war wieder nur so ein komisches Ding da oben drauf, aber ich konnte nichts umschalten. Ja, dann versuch sie mal im Auge zu behalten. Ich hab das Fernglas draußen, also da sehe ich die. Ich glaube, auf der Distanz sind wir relativ gut gegen sie. Ah, Achtung, kommt noch einer aus dem Wald raus. Geht wieder zurück in den Wald. Läuft jetzt nach hinten. Rechts nach hinten. Ich suche ihn gerade, ich sehe nicht. Ich sehe noch, er läuft noch weiter nach rechts. Jetzt ist er weg, jetzt ist der Busch dazwischen. Okay. Kann aber sein, dass er jederzeit wieder zurückkommt. Ich meine, er wird wahrscheinlich dann nach oben zum Lager gelaufen sein, weil das ist ja das Einzige, was es noch gibt. Ich meine, das wäre zumindest logisch, aber das auch wirklich mal. Gucken wir mal ganz kurz. Auf die Distanz könnt ihr mich sowieso nicht treffen. Aber du hast recht, die Kugeln falten sich ein bisschen komisch da. Na, mit der einen Waffe konnte ich gar nichts treffen, aber mit dem geht's jetzt eigentlich ganz gut. Ich glaube, es liegt vielleicht am Schalldämpfer. Nee, ich sehe den gerade nicht mehr. Okay. Mach vorsichtig. Schade, dass man nicht speichern kann.
Das habe ich immer gern gemacht in der Kampagne. Wenn ich nämlich dann darauf gegangen bin, musste ich nur nochmal dort neu laden. Also ich konnte gerade auf Escape und Speichern gehen, aber es gibt keinen Laden. Also. Na, willst du mal speichern, sicherheitshalber? Also, habe ich ja gemacht, was ums Escape. Okay, na Speichern. gut. Das Spiel wird gespeichert, aber ich sehe keine Option zum Laden. Also ich glaube Na, nicht, dass vielleicht es irgendeinen speichern wir Effekt dann hat. dort, ich habe keine Ahnung. Vielleicht speichern wir einfach statt dem Anfang diesen Spielstand dann. Keine Ahnung. Ich hoffe es nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, wir werden es nicht brauchen. Ein leeres Auto, leere Fenster. Nee, da sind welche. Ich sehe ihre Köpfe direkt voraus, nämlich leere Fenster auch nicht. Da stehen zwei in den Fenstern drin. Ja, warte, warte. In dem großen Gebäude die rechten zwei oberen Fenster. Ja, du hast recht. Unten gehen auch noch ein paar spazieren. Willst du einen kleinen Hit and Run auf die Typen im Fenster machen? Ich versuche mein Glück und wenn wir sie nicht treffen, gehen wir einfach weiter nach rechts und kreisen Können wir das quasi. machen. Ich halte mal das Fernglas draußen, dann sehen wir, was passiert, was die anderen machen. Gut, ich habe das Fadenkreuz jetzt direkt auf ihm. Das Sieht jetzt sich nicht eh nicht trifft, im dann. Weg irgendwie, hoffentlich. Nein, nein, ich lieg neben dir. Es ist nichts. Aber die anderen haben nichts gehört da unten. Jetzt. Schieß mal das andere Fenster dabei kaputt. Genau. Die gehen überhaupt nicht dahin, wo sie hin sollen. Die gehen ein ganzes Stück weiter drüber. Das war's ja. Die haben sich jetzt hingeduckt und jetzt stehen sie nur auf. Die laufen übrigens unten jetzt beim Zaun herum. Von rechts. Ich sehe da aber auch eine Maschinengewehrposition. Ich versuche mal bei meinem Glück. Der ist despawned, nachdem er einen Headshot kassiert hat. Okay. Einen habe ich. Session, Inklusive session. Zaun. Session, session. Die im Fenster haben sich noch immer nicht bewegt. Nee. Die bewegen sich auch nicht nach links oder nach rechts, die haben sich einfach nur hingehockt. Die sind einfach hingeduckt. Die warten auf bessere Zeiten. Und Raketenwerfer oder sowas werden wir wahrscheinlich nicht dabei haben, würde ich jetzt mal behaupten. Okay, nur vorsichtig, vorsichtig. Da sind definitiv noch ein paar am Zaun unterwegs. Linke Seite ist, glaube ich, halbwegs clear. Nur die rechte Seite ist kritisch. Rechten sehe ich eine Leiche. Den hast du Ja, das wahrscheinlich. ist die eine. Sehr, sehr gut. Aber da waren mindestens drei am Vorplatz unterwegs, also die sind dann wohl noch irgendwo. Die könnten Hoppla. auch in jedes Gebäude reingekifft sein. So, ich sehe sonst jetzt nicht unbedingt auf die Schnelle irgendjemanden. Kannst du noch mal kurz speichern, auch wenn es nichts bringt? Ich hol mal kurz mein Fernglas raus. Da Vor hinten stehen. uns Oh! 200 Schütze. Boah, der hat so eine Erzählerstimme hier, cool. Zwei Okay, ich sehe sitzen ein da paar immer noch drüben. Fahrzeuge da hinten. Ja, oh, ich sehe noch jemanden. Der patrouilliert noch Ah, gemütlich. ja. Aber Sehr gut. der hat von dem Ganzen nichts mitbekommen anscheinend. Hast du einen Schalldämpfer drauf? Okay, deswegen hört man deine Schüsse so leise. Das ist gar nicht mal so schlecht. Gut, ich gehe mal einen Baum nach vor. Aha. Geschossen. Bei mir. Hinter dir. Links von uns. Ich kann nur durch den Busch sehen. 75. Soldat. Noch einer, rechts. Weg, Straße.
Ah, ich finde die Stimme von dem so cool. Okay, einer links, einer rechts. Wenn die beiden zweier Patrouillen sind, waren das die zwei? Hast du einen erwischt? Da, einen rechts von dir habe ich erwischt und den links von dir, weiß ich nicht, haben wir beide drauf geschossen. Bis hin. Da liegt die Leiche. Und irgendwo da unten beim Weg sollte auch noch einer sein. Na, das läuft ja! Wir umkreisen das einmal weiter. Achtung, Zaun, zwei. Ja. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, ich halte mich mal ein bisschen da im Hintergrund, im Wald. Da sind nämlich ein paar Bäume. Ja, das passt. Wir sollten nicht gleich nebeneinander sein, sonst sind wir gleich weg. Sieht halbwegs gut aus. Noch ein paar neue Fenster, aber da hat sich auch niemanden. Guck mal kurz auf die Karte, wie weit geht das denn? Das ist komplett umzäunt, nur hinten ist anscheinend irgendwie ein Loch. Wobei mittlerweile hier auch schon ein paar Löcher sind im Zaun. Die zwei, die da rausgelaufen sind, sind vielleicht die zwei von den Fenstern. Entweder das oder die zwei vom Vorplatz, weil am Vorplatz waren zwei als Patrouille. Und einer, der irgendwo anders herumgegangen ist. Also es waren drei, die ich gesehen habe, abgesehen von den zwei im Fenster. Das ist natürlich die Frage, ob man die jetzt uniformmäßig irgendwie auseinanderhalten kann, aber pff. Ja, dann machen wir ein Visier runternehmen und wir könnten mal bis zu dieser großen Scheune davor gehen. Mit den zwei riesigen Toren. Und in dem grauen Gebäude sehe ich zumindest keinen, der durch die Fenster schaut. Sind die Fahrzeuge da hinten clear? Warte, ich schau mal ganz kurz mit meinem Fernglas. Zumindest gerade drin gesessen, soweit ich das hinkomme. Ja, ich sehe auch keinen. Na gut, ich gehe mal vorsichtig. Ja. Lass das Visier noch drauf. Ne, ich habe gar kein Visier, ich habe nur Kimme und Korn. Na, ich lasse mein Visier noch drauf. Ach so. Ich sehe niemanden, ich wurde nicht beschossen. Nimm es mal runter und komm mal zu dir. Schaut gut aus. Oh, ich hab jemanden gehört. Oder bin es ich mit meinem Fuß? Nein, ich höre dann jetzt oder nie. Ach so, da redet jemand. Können wir mal dieses Haus da drüben clearen? Okay, geh du mal nach oben, genau. Ist eine gute Idee. Und dann schaue ich mal kurz in den Wald rein, ob ich noch was hinter uns sehe. Okay, ich kann gar nicht reinschauen. Es ist einfach kein Fenster. Ah, Achtung, da draußen läuft einer. Direkt da draußen läuft einer. Ist gerade nach hinten losgelaufen. Okay. Rechts weiter. Ich gehe mal auf die vordere Seite. Ja. Ist aber nur einer. Ah, Achtung, kommt einer aus dem Haus raus. So, drei kommen aus dem Haus raus. Jetzt zieh dich ein bisschen zurück.
Missiles kaputt. Okay, einer ist tot. Noch einer tot. Ich schieße eine Granate. Unter Feuer! Mann! Unter Feuer! Vor uns. 75. Schütze. Nochmal. Nein. Granate. Ich wurde erschossen. Scheiße, von wo? Jetzt einfach okay, durchs Zelt durchgeschossen. Ich komme. Ah, ich sehe ihn, er liegt neben dem LKW. Er liegt direkt neben dem LKW. Er hat mich tatsächlich durch das Zelt erschossen. Das Zelt ist keine Deckung. Er liegt neben der Leiche von seinem Kollegen. Und im Zelt ist auch noch, ne? Der wackelt hin und her bei dem Fenster. Er hat sich jetzt hingelegt, man sieht seine Waffe durch das Zelt hindurch. Okay, ich hab den zumindest mal da drüben. Wo ist das Zelt? Ja, wenn du gleich weiter links geschaut hättest, da wo ich lieg. Ah ja. Der liegt am Boden. Er schaut gerade durch das Zelt. Schieß einfach rein, ja. Okay, aber dann muss ich von der anderen Seite, weil ich sehe hier nichts. Du kannst einfach durchschießen. Was jetzt aber schon hin ist. Der hat mich anscheinend auf der anderen Seite des Zelts gefühlt und hat einfach durchgeschossen. Boah, scheiße. Da ist jetzt eine Scheißposition. Der ist noch im Zelt, Liegt unten zwischen den beiden Fenstern. Da sieht man die arme KI am besten. Der kann nichts sehen, aber er weiß genau, wo du bist und schießt einfach dorthin. Ich muss von der anderen Seite kommen, glaube ich. Ich glaube, da habe ich wenig Chancen von der Seite, weil ich sehe nichts. Ich sehe keinen Eingang, ich sehe gar nichts. Er liegt am Boden zwischen, genau mittig zwischen den beiden Fenstern. Da kommen die Schüsse raus. Aber ich glaube, wenn du eine Granate hinwirfst, dann krepiere ich auch. Ja, das will ich vermeiden, ja. Ich versuche mal auf die andere Seite vom Haus zu sprinten. Okay. Mach mal die Tür zu, nicht, dass da gleich wer rauskommt. Da liegt sicher noch im Zelt. Einer kam gerade vom Zaun. Ich sehe eine Leiche im Zelt. Er liegt, der ist da drin gelegen. Ich weiß nicht, ich schieß vielleicht noch ein, zwei Mal drauf. Ich sehe eine Leiche im Zelt. Okay, dann ist es wieder. Könnte es eigentlich halbwegs safe sein. Ne, keiner mehr im Zelt. Sehr gut. Nur noch eine Leiche. Huh! Na, das war ja mal was! Da hast du durchzogen. Auf einmal steht noch einer am Zaun dort hinten. Es kann doch sein, dass der im Zelt gleich wieder aufwacht. So. So, ohne Visier ist diese Waffe übrigens absolut scheiße, die ich da habe. Kim und Korn bedeckt 90% des Sichtfelds. Aber ich werde mir gleich eine von denen stibitzen. Was wir auf jeden Fall machen sollten, ist vielleicht erstmal das Haus da drüben abklären. Musst du dich noch bandagieren? Warte, ich kann dich glaube ich auch bandagieren. Hab ich schon. Okay. Verschwende deine Sachen nicht von mir. Das kannst du endlos machen, Bärmer. Ich gehe ganz kurz mal darüber. Yep. Ich hoffe, jetzt steht da hinten keiner, aber genau hinter der Scheune ist plötzlich auch wieder jemand gewesen. Das ist wahrscheinlich die aus dem Wald, die dann daher gelaufen kommen. Und ich cleare mal dieses Haus jetzt.
Gut, ich warte mal draußen. Kommen Sie heraus mit erhobenen Händen. Okay, untere Etage ist clear. Obere Etage. Fast clear. Letzter Raum. Feldbetten. Niemand hier. Check mal kurz den Wald da hinten ab. Niemand hier. Also dieses Haus ist clear. Und ich werde nochmal die Tür zumachen, denn ich glaube nicht, dass die Türen hier zumachen. Die machen sie höchstens auf. Dann sehen wir nämlich ganz genau, ob hier jemand spazieren geht. So, große Frage ist das hässliche Haus mit der schieren Tapete da vorne. Da wird wahrscheinlich unser Oberst drin sitzen. So, es ist... Cool. Also, der Band. So, muss ich jetzt aber vielleicht diese Scheune da hinten kurz mal anschauen. Bleib du mal kurz hier, ich guck mal darüber. Weil die grenzt nämlich genau hier an. Nee, Scheune ist leer. Na gut, na gut, na gut, dann haben wir jetzt dieses riesige Gebäude vor uns. Ich nehme jetzt mal einen von den Stahl. Da hinten sitzt einer an der Tür. Gut gesehen. Immer gedacht, wir sind doch nur zu zweit unterwegs. Irgendwie. Was soll man uns das Haus zuerst vornehmen? Das ist das Haus, wo du die Fenster eingeschossen hast. Was? Achso, ja, das braune Haus hier. Das Ziegelhaus, ja. Weil da oben fehlen nämlich zwei Fenster. Schau mal kurz in das Haus, von dem unser Kollege da gestorben ist. Hast du geschossen? Nee. Und das war okay. Deine Stimme? Okay, Vorsicht, Vorsicht. Ich sehe hinten niemanden. Ich sehe da 20 Türen. Gottes Willen. Das ist schrecklich zum Klären. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Komm, Haus ist clear, bleib drin, bleib drin, bleib drin, bleib drin. Bleib drin und guck zur Tür. Siehst du die Sandsäcke? Rausschaust von dir rechts. Da sind, glaube ich, 5. Die liegen auf einem Hof mehr. Und ich habe keine Granate mehr. Ja, bleib zurück, bleib zurück, bleib zurück. Noch am Leben, bin noch am Leben. Also nochmal eine Granate, die du da reinpfeffern kannst. Ich weiß nicht, wie viele da noch leben. Ach du Scheiße. Boah, ich komm dorthin und da liegen einfach mal 5 Leute. Ich hab da gerade reingeschaut und hab nur 10 Köpfe gesehen, die sich auf einmal zu mir umdrehen. Ich hab geglaubt, ich stirb. Okay. Ich habe aber noch ein Tonband gefunden, das habe ich gleich mitgenommen. Wieso haben wir die clearen? Da sind noch mehr Tonbänder, ich nehme die auch noch mit. Kannst du vielleicht? Da hinten sind Fenster. In dem letzten Raum. Und? Andere Seite, genau die andere Seite. Reinschauen, wie viele du dort noch siehst.
Vielleicht sind es eh nur noch Leichen. Genau den Raum. Ah, oh, du meinst, wir werden Sand zicken. Ja, ja. Genau. Einer lebt noch. Und der Kommissar. Ah. Oder der Hofmeister. Das waren alle. Ja, jetzt will ich aber mal wissen, wie viele das waren. 1, 2, 3. Ach du vier, Scheiße. Fünf, und ich sechs, bin kurz sieben, hierher gekommen, weil ich acht. Mir gedacht habe, ich schau mal kurz da ein bisschen in die Fenster rein und ich sehe BÄM! Und hab mir gedacht, what the fuck ist hier los? Das ganze Lager hat sich da einfach gesammelt. Alter Falter. Und dann habe ich nur gesagt, so, jetzt zurück und guck auf die Sandsäcke. Gut, dass du das ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Gut, mir geht aber schon die Munition komplett aus. Ich muss eine von ich glaube, ich sollte auch mal auf der Waffe von denen hier wechseln. Ja, das muss ich muss es zumindest mal machen. Ihr habt noch 17 Schuss hier drin. Splittergranate, Splittergranate. Kann ich alles nicht mitnehmen. Okay. Neu bewaffnen. Ja, die haben genügend Munition, alles klar. Ich habe schon wieder 6 Magazine dabei. Na gut, loote du noch ein bisschen. Ich werde mal ganz kurz gucken, ob man in diesem Haus noch was findet. Wie schauen diese Bänder aus? Kennst du so alte Filmrollen? Na gut, genau so viel Einrichtung ist ja hier nicht. Du siehst sie, das sind ziemlich große Rollen. Ich habe 3 davon. Weil das ist jetzt derzeit unsere Mission, also... Weil wir haben den Oberst eliminiert, aber die Frage ist, heißt das, wir haben alle eliminiert oder eben nicht? Hier sehe ich zum Beispiel nichts. Nee, also in dem Haus sehe ich keine Filmrollen. Oberst eliminieren. Sammeln Sie alle Magnetbänder ein, die Sie finden können. Die alle unterschiedlich geworfen. Die haben mehrere MGs mitgehabt. Okay. Ja, also, ich hab einen Herzinfarkt bekommen, wo ich die gesehen habe. Und alle auf einem Haufen, die hätten dich eigentlich schon alle eliminieren können, wo du da reingelaufen bist. Weil hier von der Tür... Ich glaube, das war noch zu schnell für sie, KI. Ich bin einfach reingesprintet. Okay, du hast ja alles gesehen von der Tür, ja, stimmt. Ja. Ach du Scheiße. Das Beste ist, ich hab zuerst Panik, bin da zum Tisch gekommen, hab mich da zum Tisch hingestellt, diesen Umgeworfenen. Hab nichts gesehen. Was redest denn du? Ja, dann schaue ich da so her. Da. Ich sehe nur den kleinen Spalt und sehe so 5 Köpfe, die sich zu mir richten. Ach du Kacke. Okay, dann untersuchen wir nochmal das Ziegelsteinhaus. Das haben wir das, glaube ich, als einziges noch nicht. Oh, gibt's da einen Keller? Gibt's einen Keller? Ich weiß nicht. Nee, die Tür kann ich nicht öffnen. Das wäre ja lustig. Okay, warte vielleicht noch draußen vor dem Ziegelsteinhaus, weil ich glaube, dass wir vielleicht noch nicht ganz fertig mal sein können. Mal kurz mal im Schuppen schauen. Aber da ist nichts. Gut, es gibt ja keine Einrichtung, abgesehen von da hinten. Aber in dem riesigen Haus hier gab's nichts. Nur schreckliche Tapeten. Ja. Ja, wenn die so riesig sein sollten. Das einzige eingerichtete Haus war das, wo die Magnetbänder drin sind. Wissen genau. Falsch. Wow. Okay. In der Scheune oben, hast du ja gesagt, gibt's auch nichts. Das ist eigentlich unsere Mission. Evakuieren, oder? Magnetbänder holen. Ich habe auch mal 3 gefunden. Schauen wir uns halt nochmal um. Ist ja die Frage, da steht, sammeln Sie so viel, wie Sie können. Ja, ich würde das eigentlich so sehen, wie wenn du einen übersiehst, dann hast du halt einen übersehen. Kann man die Schränke öffnen? Nee, geht auch nicht. Hier ist noch Scheiß, ein bisschen Einrichtung. Vielleicht ist tatsächlich in dem Haus noch was. Schrecklich, komm bei dir rein. Nee. Huch. Das ist eigentlich mal mehr in Richtung als sonst. Aber ich sehe keine von diesen Magnetbändern.
Top eingerichtet, schreibt Fisch im Chat. Na Wahnsinn, die Tapete ist ja zum Ausziehen eher. Die war schon schrecklich in der Kampagne. Da hinten sieht man sie nochmal. Warte mal, ich nehme mal kurz das Fernglas raus. In dem Ziegelsteinhaus. Die ist wirklich schlimm. Die ist wirklich schlimm. Ich glaube auch nicht, dass die irgendeiner hätte. Na, das ist, ich weiß nicht. Und irgendwie dieses Haus, als ob das schon schimmeln würde. Ja, ich finde hier nichts mehr. Kann man nicht vorstellen, dass hier hinten... Ne, Bolzenschneider, Lassen Sie das Gelände mit einer mit der Beute. Okay. Also, LKW, Militärfahrzeug oder ein alter Trabant, was wir jetzt nennen. Achso, sollen wir fahren? Ich glaube, wir sollen uns einfach schleichen. Okay. Na, mit dem Trabi bin ich schon gefahren. Okay, dann nehmen wir das Militärfahrzeug. Und wo sollen wir jetzt hin? Wieder zurück? Ich habe keine Ahnung, aber ich gehe mal davon aus, wenn wir das Gebiet verlassen, dann ist vielleicht... Oder? Ist vielleicht gleich vorbei. Ne, ich hoffe, es schießt hier keiner auf uns. Aber es sollte keiner mehr leben mittlerweile. Das ist ein Name immer so eine Sache. Beifahrer. Oder sollte ich mal hinten sitzen? Ich sitze mal hinten. Sitze ich mal hinten hin, weil ich habe das Gefühl, ich kriege einen cleanen Headshot, sobald wir da draußen sind. Vielleicht Mitte Sitz. So. Ja. Ja, okay. Ich fahre einfach mal den Weg entlang. Das wird wahrscheinlich das Tätigste sein. Das hört sich an, als wäre es ja, wir sollen wieder zurück dort, wo wir hergekommen sind, im Briefing. Gehen Sie mit der gesamten Gruppe zum Anfang zurück. Okay. Oioioioioio. Aber Stress hast du auch keinen. Uah! Ach du Scheiße. Das ist ja wie, wenn wir ein Rennen fahren würden hier. Ich will hier nicht lange auf der Straße bleiben. Jetzt ist eine Mine platziert. Das wär's. Peng. Da sind wir. Daten entwenden. Mission abgeschlossen. Super. Na schon. Nice. Na, das hat gut funktioniert. Immerhin. Ich. Das war jetzt ziemlich gut. So, was sagt die Nachbesprechung? Daten entwenden, Haken, oberst eliminieren, Haken. 31 Minuten. Na, perfekt. Sehr schön, sehr schön. Oh, und Alexander hat mehr getötet als ich? Ja, und gut, aber das, um fair zu sein, das war der okay, ganze Haufen, das, der da das sind ist. Jetzt die, ja. Das waren die Weil ich wollte schon sagen, ich hab die da draußen, da beim Zaun. Und das hast du alles gemacht. Das war der Haufen, der sich da aber egal, hat. Ich habe keine Granaten mehr gehabt. Ich habe die alle schon verschossen, also... Aber das war ein Herzinfarkt-Moment. Das war einfach ein Herzinfarkt-Moment. Ich sehe also, die und denk mir, ups... Das war so schön, wie du das gesagt hast. Ich habe doch dort hingeschaut, ich habe nichts gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, komm mal zur Tür. Ich muss nicht mehr viel sagen, das siehst du dann. Dann schaue ich in den Spalt und sehe nur, wie der Oberst mit den beiden Armen so nach vorne ohne Waffe mich so anstarrt. Ach, Scheiße. Ach, und dabei muss ich so 3K so drin. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber wir haben es geschafft. Hat zwar ein paar Anläufe gebraucht, aber ich glaube, jetzt sind wir drin im System. Und jetzt können wir weitermachen nach einer kleinen Trinkpause. Es geht für euch auf YouTube, dann in der nächsten Folge weiter. Und hier auf Twitch machen wir natürlich gleich mal weiter.